Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Saboteur. Wir müssen in ein Auto steigen, das bedeutet aber, wir müssen uns erstmal ein Auto suchen. Und dann müssen wir die gute Veronique in die Katakomben bringen. Wo haben wir jetzt ein Auto? Da hätten wir zum Beispiel ein Auto. Halt, 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 halt. Raus da. So. Dr. Kissler und seine Tochter. Sind sie entkommen? Sind gerettet. Und Luke? Er hat dich in der ganzen Stadt gesucht. Du musst nicht lügen, Sean. Ich weiß, dass Luke dich nicht schickte, um mich zu suchen. Er ist gerade in einer schwierigen Situation. Für Luke hat die Sache oberste Priorität. Das verstehe ich. Ich kenne nur die Loyalität, die ein Mann seinen Freunden schuldet. Jules hatte Glück, dass er dich hatte. Guck doch nicht so blöd. Geh aus dem Weg. Unglaublich. So. Da sind wir. Ach, jetzt muss ich da auch noch rein. Na gut. Warum naja, ich frage nicht. Wird schon seine Gründe haben. Die stampft ja aber auch wie so eine kleine Planschkuh. Aber Hauptsache, ne? Obenrum wackelt's. Diese alten Ferkel immer. Unglaublich. Veronique! Aber wie... Falls Sie hier sind, um meine Dankbarkeit auszunutzen. Ich bin hier, um Sie zu warnen. Irgendjemand hat mit den Deutschen geredet, Luke. Begraben Sie Ihren verrückten Plan, bevor es zu spät ist. Das ist es schon. So eine Chance bekommen wir nie wieder. Wir müssen die Sache durchziehen. Koste es, was es wolle. Sie spielen mit dem Leben anderer Menschen. Das haben wir von Anfang an getan. Kommen Sie, hm? Also, im Rahmen des Aurora sind 80 Kilo Sprengstoff deponiert. Ach, sehr wenig. Die Explosion wird in der Stadt zu hören sein. Sie ist für uns das Signal, loszuschlagen. Wir werden gleichzeitig an diesen Punkten angreifen. Und wie sollen wir den Fahrer da rausholen, Gar nicht. Sobald das Rennen beginnt, ist er auf sich gestellt. Aber ich sehe den Iren nirgends. Wer wird den Aurora fahren? Das übernehme ich. Heißes Dress. Schon? Du hast mir mal gesagt, ich solle mein Leben nicht wegwerfen. Er ist ein Assassine. In deinem Fall ging es um Rache. Das hier ist etwas anderes. Ich verstehe dich. Nur du vergisst eine Kleinigkeit. Ich habe das Rennen begonnen und ich werde es verdammt nochmal beenden. Bring Vittore und die Kesslers ins Bell. Die Rousseaus werden wissen, was zu tun ist. Sean Devlin, Assassine. Das sind ja Wendungen. Es wurde auch in die Kommentare geschrieben, das Kreuz unten sieht aus wie von den Templern. Dann würde das alles passen. Es ist ein Assassin's Creed, Joel. Assassin's Creed 2,5 Saboteur. Passt auch mit dem Klettern. Jetzt verstehe ich. Wir können den Aurora von ihr sehen. Wir lassen sie nicht aus den Augen. Ich bin stolz, sie zum Freund zu haben, Signor Morini. Wenn dieser Krieg vorbei ist, wird mein Land sie als Elden feiern. Wenn das so ist, sorgen Sie bitte dafür, dass mein Name richtig geschrieben wird. Sean, sind Sie das? Was zum Teufel machen Sie hier? Ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen. Na, weil den kleinen Pisser lassen wir uns nicht entgehen, ne? Juhu! Turbo, Autos aktivieren. Oh, wir haben Turbo. Juhu! Ja klar, weg hier. Ich muss da durch. Alle aus der Bahn. Ist ja cool, dass wir hier so Nitro drin haben. Ich glaube zwar, das gab es zu der Zeit nicht, aber gut, das ist auch ein Assassin's Creed, da ne, kann es auch mal Sachen geben, die es noch gar nicht gab. So, welcher sind wir denn? Was, wir sind 15? Nee. Hä? Auf welchem Platz bin ich denn, verdammt? Nitro! 15, da kann ich nicht sein. Ich müsste jetzt... 14? Hä?
Wie kann ich denn nun 13. sein? Vor mir ist da gar keiner. Ich verstehe dieses Rennen. Ich muss mal ganz hinten sein. Ich hab keine Ahnung. Boah. Krass gebremst. Naja, gut, oder vielleicht wird auch kein deutsches Auto Erster sein und auch kein deutscher Fahrer. Man weiß es nicht. Wir werden mal sehen. Ich möchte gerne wissen, welcher Platz ich bin. Ich kann. Verstehe. Ich glaube, die Anzeige ist falsch oder ich habe keine Ahnung, wie man die lesen soll. Ich war 15. Dann habe ich irgendwie zwei überholt. Jetzt steht da eine 13. Ach so, sind noch mehr Autos. Warum haben die denn so einen großen Vorsprung? Was ist das für ein Beschiss, ey? Wahrscheinlich die ganzen Deutschen durften alle vorne starten und alle anderen mussten erstmal 15 Kilometer hinten. So sieht's wahrscheinlich hier aus. Oder überrunde ich die jetzt? Hör mal weg hier, was soll denn das? Okay, eine Runde scheint aber auch relativ lang zu sein. Das kann überhaupt nicht sein, was ist das für ein Rennen, ey? Jo, erstmal schön Nitro starten. Ich bin... Für einen Schwachsinn, ohne Scheiß. Wie weit hinten mussten wir bitte mussten wir denn starten, ey? Ist ja unglaublich. Ich sehe überhaupt keinen, ne? Tja. Echt kranker Scheiß. Aber die Runde scheint echt mega, mega kurz zu sein. Naja, was soll's. Mal gucken, ob wir noch den einen oder anderen... Ich müsste ja noch 10 einholen. Wo auch immer die sein sollen. Ach, da ist noch einer. Ich bin 10. Yeah! Läuft, läuft, läuft. Wie kann das sein? Wo sind die alle? Die sind aber wirklich nicht alle gleich gestartet. Das ist ja schon wieder hier... Okay, jetzt bin ich in der zweiten Runde. Ich bin mal gespannt, wie soll das... Naja. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich die einholen kann, alle. Ich glaube nämlich fast nicht. Ja, die müssen ja schon eine knappe Minute Vorsprung haben oder so. Ah, das sind sie wieder, die Deutschen, ne? Müssen tricksen, um zu gewinnen. Ah ja, die Deutschen, du, das sind mir... Das ist mir schon ein Pack, ne? Die aus der Bahn hier. Was soll denn das? Wenn die wenigstens mal näher dran sind oder ich wüsste wo oder... Was überhaupt? Genau, hier Hupen. Hupen bringt es auf jeden Fall. Vielleicht fahren die da aus dem Weg. Nitro! Oh! Dirka, die alte Schnapsnase! Oh, Rolf Becker. Na Mensch, wenn der Rolf Becker hier schon, ne, dann sollte ich auch mal. Weil mir explodiert. Nein! Falsch, 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 falsch. Nicht gut. Man sollte vielleicht nochmal auf die Pfeile gucken, in welche Richtung ich überhaupt muss. Aber wenn die nicht irgendwann schießen, ey. Das war jetzt ziemlich dämlich, muss ich sagen. Und zwar richtig dämlich. Ah, jetzt muss ich natürlich mal hier ein bisschen, ne? Ich muss ja eigentlich nur aufs Treppchen kommen. Ich würde das Ding eigentlich, also persönlich würde ich es echt gerne gewinnen. Das muss ich ja mal sagen. Geil. Finde ich super. Was ist denn unglaublich und phänomenal? Ich danke. Ich weiß. Breimen, wo sind Sie? Sie haben uns gefunden, Devin. Wir sitzen in der Falle. Oh nö. Oh mein Gott, diese Leute sind unbewaffnet. Oh! Breimen, sind Sie da? Verdammter Mist. Halten Sie durch, Josef. Ich komme jetzt zu Ihnen. Ein paar Minuten, mehr brauche ich nicht. Okay, wir holen jetzt hier das ganze Hauptfeld ein. Und dann ist nur noch einer da. Nein, Dirka. Ist das Dirka? Das muss er ja sein. Los, Nitro an. Guck mal, voll der Beschiss, der ist eh schneller als ich, egal was ich mache, das ist voll behindert. Ich will gewinnen. Weg da, du Pissnäcke. Ach, wir sind Bäcker? Rolf Bäcker? Warum sind wir Bäcker? Ah ja, sind wir halt ein Bäcker. Ist mir auch egal.
Juhu! Los, wir fahren das Ding nach Hause. Ich weiß gar nicht, ob ich gewinnen durfte, aber ist mir scheißegal, ich wollte gewinnen. Bam, gewonnen. Dirker, du bist scheiße. So sieht's nämlich aus. Wir sind Nummer 1. Da ist die karierte Flagge, und mein Gott! Der große Preis von Europa geht an Rolf Becker im Roten Phönix. Tja, nur leider wird jetzt keiner zuschlagen. Oder doch? Benutzt das für euren Scheißfilm! Das sind mal echte Special Effects. Bitches. So, was soll ich denn... Mein Auto! Ich glaube, ich muss abbauen, ne? Boah, geile Karre! Weg von den Deutschen! Ey, 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 ey! Kann doch nicht machen! Da kann sich jemand ernsthaft bei verletzen! Warte! Fahr ihn tot! Ich muss ein bisschen mehr in Sicherheit gehen hier, weil... Aussteigen. So, 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 so. Granate! Warum stirbst du nicht? So. Wo sind hier die ganzen Deutschen? Ich sehe keine Deutschen. Ich schmeiß einfach irgendwo Granaten hin. Hoffe, dass ich welche treffe. Noch mehr? Ich hab noch ein paar Granaten am Start, also kein Thema, ne? Achso, ich glaube, das müssen wir an Kills machen und dann ist, bin ich entkommen, oder wie? Und kann man ja auch mal machen, das mache ich so selten. Ich entkomme ja meistens immer so. Aber das macht immer so viel Spaß. Ach, der ist... Ne, der ist gar nicht tot. Dann halt jetzt. Wie? Ich hab dich getroffen. Kann überhaupt nicht sein. What? Hat der gerade seine... Hat der die gerade totgefahren? Komisch, hatte... Oh. Ja gut, ich hab nur noch die. Jetzt habe ich nicht mal mit. Gibt's hier irgendwie vielleicht Muni oder so? Oder eine Waffe oder... Ah, guck mal da unten. Super. Super. Immerhin 100... Daran gewöhne ich mich wohl nie. Ey, was ist denn hier los? Was soll denn das? Oh, oh, oh! Oh, da oben! Da oben schießt einer! Von überall! Die schießen ja überall! They shoot from everywhere! Geschafft! Und dann sind die Deutschen einfach weg. So sieht's nämlich aus. Aber der Wagen ist noch ganz. Das finde ich cool. So. Silberklaue 2. Das ist doch die von Dirker, ne? Oh, habe ich schon dein Auto geklaut. Ich weiß gar nicht, ob das sein ist, aber ich glaube schon. Silberklaue. Ich glaube, das ist seine Karre. Oh, guck mal, die brennt. Die burnt richtig hart. Ja gut, war ein bisschen unspektakulär jetzt der Sieg, weil irgendwie keiner eingegriffen hat. Die wurden natürlich alle gefunden. Und das fällt auch gar nicht auf, wenn ich mit dem Auto hier an die Grenze fahre. Natürlich klar. Hallo? Ho, hi, ha, okay, kein Problem. Durchfahren! Das geht ja, ist ja gar kein Thema. Jetzt muss ich hier nur wieder abhauen. Also eigentlich aufgrund der Geschwindigkeit kein Problem, aufgrund meines Fahrens allerdings schon. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, ihr werdet das alle bestimmt überleben. Was? Teambeschuss. 15 Minuten, 6 Sekunden ausgeschaltet, jawoll.
war mein Ziel. Mal ist irgendwas hinter mir. Es war wohl so. What the f... Blöder Scheiß. Kann überhaupt nicht sein. Was ein Leck! Wir fahren einfach mal die ganzen Abkürzungen durch, ne? Scheiße, wo soll ich denn jetzt hin, ey? Ich möchte denen ja entkommen, aber die sind irgendwie so... Die sind so hartnäckig. Ich weiß auch nicht warum. So. Können wir schon mal nicht mal mehr verfolgen. Oh. Aber nicht hier. Aber wobei, ich hätte doch, ich kann ja alle durchfahren. Es tut mir verdammt leid. Aber, naja, was soll ich machen? Ich muss ganz ehrlich sagen, die sind scheiße hartnäckig geworden, ne? Die ganzen Deutschen hier. Nein, das kann überhaupt nicht sein. Ich muss aussteigen, 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 aussteigen. Das Ding explodiert nämlich bald. Da ist es explodiert. Und ich laufe jetzt mal ein Stückchen weiter und ich werde mal einfach sagen, ich... Puh. Ja, ich fliehe mal zu Fuß. Ich glaube, da habe ich gerade mehr Chancen, als wenn ich mit dem Auto fliehe. Meine Güte, da ist ja eine Action los, das ist ja unglaublich. So, pass auf. Ganz ehrlich, wer hat mich bitte jetzt gesehen? Es kann überhaupt nicht sein. Manchmal so bescheuert einfach, wie die einen sehen, angeblich. So, ich muss irgendwie aufs... Irgendwie, geh mal weg da. Wo ist denn hier das... Wo ist das komische Versteck? Ist das da oben auf dem Dach? Das kann sein. Dann möchte ich mich nämlich gerne verstecken, damit die endlich weg sind und dann ist gut. Wobei, ja, hier ist es. So. Zack, verstecken. Verstecken, verstecken, sofort. Geht doch. Geht doch, geht doch. Jetzt müssten sie eigentlich... Tja, dann... ...weg sein. So, ich vermute mal, ich muss eh ins Bell, deswegen bin ich ja hier schon mal richtig, richtig. So. So, den Rest können wir jetzt schnell zu Fuß gehen. Oh, da. Da. Ich habe doch direkt gesagt, es ist hier. Na dann. Wollen wir mal hoffen, dass es denen gut geht. Haben mich einfach alleine gelassen und ich musste natürlich den ganzen Shit alleine regeln hier. Oh. Vittone! John! Du lebst! Sie haben die Kesslers. Schon gut, Vittore. Santos, er hat ihnen geholfen. Hm. Muss die anderen warnen. Das werde ich, sobald wir hier raus sind. Na, John, mein Junge. Jetzt ist Sean pissig. Und die ganze Chose hier, die dramaturgisch gesehen spitzt sie sich zu Akt 3. Tja, aber Akt 3 hin oder her, an dieser Stelle beende ich die Folge. Ich bedanke mich bei euch, bis zum nächsten Mal. Haut rein.